Hallo und herzlich willkommen zurück zu Bucky O'Hare. Beim letzten Mal sind wir im Mutterschiff auf der Suche unserer Crew gewesen, die wir jetzt aber komplettiert haben wieder. Die sind jetzt wieder alle bei uns. Und ich würde sagen, wir versuchen jetzt den Weg zu diesen komischen Magma-Panzern, zu finden. Denn angeblich können wir die in die Luft jagen, dann hätten wir das ganze Problem mit den Fröschen erledigt. Ich mag die nicht, ich ignoriere den jetzt einfach. Gut, danke, so geht's natürlich auch. Den machen wir kaputt. Leben könnte ich gut gebrauchen. Okay. Da fliege ich doch glatt mal wieder nach oben. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. Nicht gut, nicht gut. Okay. Das P brauchen wir jetzt nicht mehr, ne? Nö, das ist alles okay. Okay, ich glaube, die Dinger machen mich kaputt, wenn ich rankomme. Warte mal, muss ich da rechts runter? Ich glaube fast, ne? Ja, okay. Oh, das Leben sieht so super aus dort. Oh, Schande. Das Leben sieht gar nicht gut aus dort. Ich nehme alles zurück. Oh Gott, das ist ja auch eng. Oh, nichts, das war dumm. Das war ein ziemlich dummer Fehler. Das auch übrigens. Oh. So, an dieser Stelle möchte ich runter. Da möchte ich hin. Okay, klappt alles wunderbar. Das P brauchen wir nicht. Das heißt, ich guck mal, ob ich nicht da runter kann. Oh mein Gott. Holy, holy, holy. Gut, wir haben es geschafft. Das ist nicht nett gewesen. Das sind doch bestimmt... Boah! Boah! Was? Okay, das ist nicht gut. Kann ich, warte mal, kann ich euch diesen Laserball an den Kopf hauen und geht er dann kaputt? Okay, das prallt sogar davon ab. Oh, wow. Das ist echt krass. Flieg mal bitte so vorsichtig, du kannst dahin, danke. Oh Gott. Oh, wie gut das ist. Gut, mach mal weg. Was haben denn die überhaupt in ihrem Raumschiff? Ich meine, was ist das zur Hölle? Da können wir ja vielleicht mal den Kammerjäger holen. Da möchte ich, glaube ich, hochfliegen. Au. Da vielleicht springe ich auch einfach hoch. Das geht schneller. Das heißt, sie kommen da eh auch. Gerade kein Käfer mehr von oben nach unten gefallen. Okay. Ich warte mal an dieser Stelle. Das ist besser, glaube ich. Ich glaube, ich kriege die kleinen Käfers eh nicht kaputt. Insofern warte ich jetzt mal einfach hier, bis die alle verschwunden sind. Das ist fies, wenn einer von oben erscheint, ist das sehr uncool. So, okay, okay. Und durch. Schön. Oh, es war klar, dass mich der noch treffen musste. Was seid ihr? Ich will es gar nicht erst wissen, was die können. Oh! Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Was macht der? Ach so, die machen mich vor allem schwer. Oh, 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 oh. Was macht denn der? Warum wächst denn der? Warum wächst denn der? Aha. Okay. Das ergibt doch Sinn. Warte mal, nee, die kann das doch sowieso problemlos. Ich schieße jetzt einfach ihren ollen Ball dahin. Das Problem hat sich erledigt. So, wie komme ich am besten zu dem Leben da oben? Ich glaube, ich fliege. Denn die Lebensenergie könnte ich gut gebrauchen. Schön, na, das hat sich doch gelohnt. So, dann mache ich euch mal wieder... Achso, mit dem am besten... Ach, der geht durch. Okay. So, halt. Dann brauche ich dich, um den am besten loszuwerden. Und auch dich, um den da loszuwerden. So, dann fliege ich jetzt trotzdem aber nicht zu dem Herz, sondern einfach darüber. Nett. Schöner Versuch. Ja, Mist. Du darfst wieder das da oben wegmachen. Ei, aber die Ideen sind Hammer. Was die hier eingebaut haben, ist top. So, du machst die noch weg. Du darfst mich bitte darüber fliegen. Ich traue dem Sprung da nämlich nicht. So. Alle weg, alle weg. Wie komme ich nach da oben? Ach, gut. Ich glaube nicht, dass ich da hinspringen kann. Das müsste zu schwierig sein. Ja, leider. Ach so, so geht das natürlich auch. Nein, spiel den da. Du springst da jetzt rüber. Machst du noch alle kaputt? Und den auch. Schön, hätten wir das... Oh mein Gott. Jetzt auch geschafft. Es ist hoch genug, um drauf zu stehen. Okay. Power brauche ich bei keinem mehr, nö. Ich nehme den kleinen, weil ich mit dem das Gefühl habe, besser die
Sprünge kalkulieren zu können. Das nehme ich dankend an. Mir egal. Alles egal. So, den haben wir auch weggemacht. Schön. Oh Gott, ist das anstrengend. Wow. Und das sieht super aus. Okay, das ging in Wahrheit noch. Oh. Was ist denn das? Was ist das? Tut mir das weh? Was? Oh mein Gott. Ich glaube, die tun mir nicht mal weh, aber... Doch, sie tun mir weh. Was? Haben wir irgendjemanden, der auch Licht machen kann? Ich glaube nicht, ne? Ich würde gerne mal gucken... Oh Gott, wo ist denn hier eine Plattform? Ah, da vor mir. Okay, dann lade ich mal auf. Das war nicht gut. Aber wow. Das ist ja Wahnsinn. Ach du Schande. Ja, ja, okay. Das hat schon mal gut geklappt. Rüber. Danke. So, da ist eine Plattform bis. Jetzt müsste ich am Rand stehen, ne? Ich nehme jetzt einfach Bucky. Ich habe das Gefühl, die wollen einfach, dass ich da springe. Ja, ich bin schon an der Kante. Okay, ich bin drüben. Das war ja schon mal der erste große Schritt. Das sieht aus, als könnte man da drauf? Ich dachte, da ist noch ein Knickrohr. Dann nicht. Okay. Da drauf. Da drüber. Wo ist das Rohr zu Ende? Das würde ich jetzt gerne nochmal sehen. Da in etwa. Okay. Rüber. Schön. So, wo ist hier das Rohr? Ah, die tun es doch nicht weh. Da habe ich mich vorher gehört. Ich denke mal, hier ist das Rohr zu Ende. Okay, und ich muss jetzt... Ich springe einfach ein bisschen rüber. Okay. Das war sehr gewagt. Ich brauche nochmal eine Plattform. Achso, da geht's nach oben. Ich habe Angst, dass hier nochmal eine Lücke kommt. Da ist auf jeden Fall das Rohr zu Ende. Da muss irgendwo nochmal eine Plattform sein. Ich weiß aber gerade nicht, wo. Da unten sehe ich nichts. Aber es gibt keinen anderen Weg. Aha. Oi. Okay, das Rohr endet. Da in etwa. Puh. Das ist nicht nett. Das ist echt extrem böse. Rohrende da. Nächstes Rohr ist... Da drüben. Da. Ah, ich muss nochmal aufladen. Okay. Dahin. Ist hier nochmal irgendwo eine böse Stelle? Ja, aber ich denke mal, da kommt man weiter. Gut. Uff. Okay. Das war gut. Da habe ich jetzt einiges an Zeit gespart, glaube ich fast. Okay, rüber. Ich habe Angst. Das ist bestimmt nochmal eine Falle. Es könnte mir vorstellen, dass hier nicht nochmal was Böses kommt. Ich glaube, ich springe einfach mit aufgeladener Kraft so weit rüber, wie geht. Danke, es war, glaube ich, sogar richtig... Oh Gott! Okay. Das ist, glaube ich, schlecht. Das ist aber ungünstig. Okay. Ach! Oh, man kann da drauf stehen... Wie lame. Na, dann kann ich da ja auch rüber. Okay, nimm mir mal Bucky. Weil der einfach am besten springen kann. Ach so, aber ich komme natürlich nicht mehr zurück, ne? Ja, Mist. Nee, das war Mist. Das war Quatsch. Ich dachte, ich könnte auch noch da rausspringen. Aber das war leider nicht so. Na gut, da ich ja jetzt keine Angst haben muss, dass ich hier irgendwie da runtergehe, weil ich erst dachte, es wäre Lava, kann ich mir das Leben natürlich auch holen und dann einfach wieder da drauf springen. Und dann hat sich die Sache eigentlich schon erledigt. So, das ist mir jetzt auch egal. Kann ich da hoch? Warte mal, das möchte ich doch testen. Nee, beim besten Willen wüsste ich nicht, wie ich das mache. So. Achso, das ist auch gar nichts, merke ich gerade. Okay. So, ich lade mal lieber gleich auf, dachte ich mir fast. Und nochmal. Oh, was für ein unglaublich krasser Level. Da oben ist Lebensenergie für mich, die ich aber nicht brauche. Boss, bitte lass es das Ende sein. Okay, ich habe gesehen, wo ich draufschießen muss. Das darfst du für mich machen. Du stehst nämlich unglaublich günstig. Du stehst super günstig so. Also relativ super günstig. Aber du bist auf jeden Fall günstig. Tot. Ja, okay. Dann darfst du mir jetzt helfen, indem du deine olle Kugel da reindrückst. Ach so, das prallt von ihm ab. Hä? Was hab ich denn jetzt getötet? Okay, Game Over. Okay, was auch immer. Wir machen einfach Continuous. Geht ja sowieso wieder hier weiter. Insofern ist mir das fast egal.
okay. Ich habe das Gefühl, das macht jetzt nicht so den erwarteten Schaden, den ich mir gewünscht hätte. Okay, aber es ist... Ach, Schande, ich wollte mich doch ducken. Das habe ich vergessen. Aber die Strategie ist auf jeden Fall an sich besser als alles andere bis jetzt. Man muss nur die Kugel gut genug steuern können. Und das kann ich, glaube ich, jetzt so bald. So, jetzt ducke ich mich einfach nur aus Sicherheitsgründen. Oder auch nicht. Hier, ich mach das mal kaputt. Duck dich mal. Ja, okay, man kann dem so ausweichen. Oh ja. Sehr gut das. Oh, perfekt. Perfekt, perfekt, perfekt. Okay, okay, okay. Das ist mir jetzt egal. Ich muss mich ducken. Oh. Das ist dann doch nicht so perfekt gewesen, wie anfangs angenommen. Ah. Das ist schlecht. In Wahrheit sogar. Okay, dann ducke ich mich jetzt. Und spring doch hoch. 3, 2, 1. Lauf, 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 lauf. Okay, so. Und jetzt machen wir den Frosch da nochmal kaputt. Okay, 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 okay. Schießt du nochmal? Ja. Ach so, und das war's schon. Das habe ich gewusst. Okay. So, ich bin gespannt, was jetzt noch kommt. Ich traue das jetzt, ich traue dem alles zu jetzt. Einfach mal so. Na? Okay. Das ist der Kerncaptain. Die Magma wird hier gespeichert. Oder die Lava, wie auch immer. Wir müssen das in zwei Tank schießen. Okay. Och, nee, es kommt tatsächlich noch eine Welt. Boah, was für ein krasses Projekt. Hammer. Gut, okay. Dann sind wir jetzt, also danach kommt nochmal der Magma-Kern, würde ich mal sagen, wenn wir nach rechts gehen. Okay, schön. Na, dann würde ich mal sagen, Center of Magma Tanker. Oh mein Gott. Okay, wir sehen uns dann beim nächsten Mal in dieser unglaublich spaßig aussehenden Welt. Und in diesem Sinne, bis dahin, euer Elig. Bye.